So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal der Microsoft Flight Simulator 2020. Auf das Teil haben wir so lange gewartet, jetzt ist es endlich da. Ich finde es richtig geil, ich habe schon ein paar Flüge gestartet. Und ein paar Herausforderungen und was noch alles Geiles gibt hier in diesem Spiel. Und jetzt heute habe ich gedacht, ich mache einfach mal einen Flug von Zürich nach Genf mit einer chilligen ILS-Landung. Und so wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige, der die Strecke fliegt. Jetzt sind sie zwar gerade hier weggeglitscht, aber ja. Und wie wir sehen, in Zürich, die sind auch weggeglitscht. Ah, da ist ein. Ah, jetzt. Ja, okay, jetzt komme ich langsam da. Keine Ahnung. Jedenfalls Real-Life-Daten, Real-Life-Wetter, Real-Life, Real-Life, Real-Life. Wir fliegen mit dem EasyJet. Livery. Weil es einfach irgendwie passt, keine Ahnung. Ich fliege selber am meisten mit EasyJet und ja. Okay. Ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen umgebastelt und so. Und ich hoffe, das läuft einigermaßen. Ich habe hier meine uralte Logitech. Joystick, aber das neue System ist unterwegs, sollte die nächsten paar Tage eintreffen und dann wird es richtig lustig, aber bis dort fliegen wir halt mit dem uralten Joystick, der aussieht, als wäre er irgendwie zwei Wochen in einem See gelegen. Okay, egal. Gut, jetzt müssen wir hier noch einen Abflug wählen, weil irgendwie passt mir das hier nicht, einfach so zack und Kurve. Schauen wir mal, eigentlich irgendeinen über Wiel, die sind doch amigs. What the fuck? Ja, oh, ja. Nein. Ja, ich. Ja, ich. Größerer Umweg ist nicht mehr gegangen. Ja, aber die sind ja alle so. Und ich muss sowieso. Na gut, beim Abflug. Hey, was ist das? Die machen alle so einen riesen Huren Umweg, ey. Das ist ja legendär. Aber könnte man jetzt hier nicht einfach so starten, hier fliegen und dann von dem Punkt auf die Linie? Würde doch viel mehr Sinn machen, nicht? Mal schauen, ob das geht. Funktioniert ja tatsächlich. Machen wir doch einfach unseren eigenen Weg, gell? Ja, ja. So, und jetzt passt das da. Zack, Kurve, 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 Kurve. Und eigentlich da ist das Flugplatz Winterthur. Ja, da lassen wir drinnen, komm. Und was bist du? Du bist einfach ein Wegpunkt. So. Eigentlich könnte man den hier auch wegnehmen. Ups. Vielleicht den hier noch hinzu. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Scheiße. Entfernen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach direkt. Und schauen, was uns der Tower für einen Abflug gibt, was für eine Startbahn. Ich will sowieso nicht hier am Start. Ich will bei einem Gate, egal welches, starten. So, das passt. Und hier der Anflug ist recht simpel. Gerade drauf zu, zack, ILS reinhauen und dann landen wir das Ding. Wir sind mit dem A320 Neo EasyJet unterwegs. Und wie gesagt, alles Real-Life-Bedingungen. Kann man gerade mal drauf gucken. So, tipptopp. Wir haben gerade Donnerstag, den 27. 18.40 Uhr, wie man da sieht. Und. Ach du Scheiße, nein. Ah, zum Glück, es ist nur. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir drücken mal auf Losfliegen und dann geht's auch schon los. So, da sind wir. Zürich Flughafen. Das stockt ein bisschen. Wir haben knapp 30 FPS. Ist nicht so schlecht, für das meine Kiste eigentlich uralt ist und ich jetzt hier auf Ultra spiele. Gleichzeitig aufnehmen und ja. Schauen wir mal, wie sich der beim Fliegen verhalten. Jetzt gehen wir zuerst einmal ins Cockpit.
Weil wir müssen ja den ganzen scheiß Flüger zuerst einmal starten. Also, jetzt würde ich sagen, ich mache mal Dings auf. So, Checkliste. So. Okay. So. Vor dem Start. Batterieschalter. Jetzt müssen wir da zuerst einmal schnell auf. Obere Ansicht. Ich habe hier übrigens auf dem zweiten Monitor die Kamerasteuerung und die Flugsicherung offen. Und ich finde das richtige geile Funktion vom Flugsimulator, dass das so geht. Dass du es schön kannst aus dem Spiel rausziehen auf einen anderen Monitor und perfekt. Einfach da draufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster und das kann man dann irgendwo hinschieben, wo man es gerne hat. Perfekt. Okay, jetzt muss man es doch ein bisschen grösser machen da, dass man da ein bisschen... So, also, Batterieschalter. Das sind die zwei. I oder aus? Ausschalten. Einschalten. Hä? Schräge Geschichte. So, und jetzt würde ich sagen, als allererstes funken wir mal den Boden an, dass die uns den Jetway bringen. Und los geht's. Es kann irgendwie nicht funken. Warum nicht? Läuft der Funk nicht? Extern Power haben wir available. Warum haben wir das available? Wieso kann ich da nichts anklicken? Irgendetwas ist kaputt. Das geht. Ah, jetzt, so. Gerade mal schauen. Hey, wir haben da schlechte Frames, egal. Stromversorgung, da ist er. Gar nicht angeschlossen, Mann, ihr lügt mich an. Also, nochmal rauf. Und jetzt probiere ich nochmal anzufunken. Strom. Zurich Ground EJU 1123, could you please send a ground power unit? Jetzt funktioniert's. Sehr gut. EJU 1123, a ground power unit is on the road. Okay. Strom. Dann brauchen wir den Jetway. Zurich Ground EJU 1123, could you please connect the Jetway to the aircraft? EJU 1123, the Jetway is going to be connected. Jetway. Nice. Dann als nächstes brauchen wir natürlich etwas zu essen. Zurich Ground EJU 1123, could you please send the catering truck? EJU 1123, the catering truck is on the road. Und das Gepäck lassen wir einfach hier auf dem Wagen. Jetzt fliegen wir einfach mal ohne Gepäck. Nur so, weil es lustig ist, um unsere Passagiere ein bisschen verarschen. Ist eben geil. Irgendetwas läutet, irgendetwas hat einen Fehler. Und das ist... Door and Park Break. Ja, ja, ist ruhig. Ja, wahrscheinlich, weil der Jetway reinfährt und die Tür zu ist. Aber das Lustige ist, die Tür kann man gar nicht bedienen. Wo ist auch der Knopf für die Tür? Irgendwo ist der Knopf. Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Egal. Machen wir mal weiter hier. Also, wir gehen wieder rauf. Dann. Externe Stromversorgung ist available. Schalten wir ein. Dann. Triebwerksgeneratoren zeigen den Fehler an. Ein bisschen rauf. Das sind die zwei. Schauen wir mal, schalten wir es mal ab. Nochmal ein. Zeigt immer noch einen Fehler. Okay. Naja. Entlüftungsschalter Triebwerk. Das ist APU Bleed. Genau, Hauptschalter Hilfstriebwerk. Da hier. Hilfstriebwerk Start. Das war APU Start. Okay. Dann Treibstoffpumpen, das sind die da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle eingeschaltet. Und Signalleuchten, was wären die da? Machen wir auch auf I. Strobe. Ja. Yeah. Halten wir auch mal auf Auto. Und Navlights brauchen wir nicht, weil es ist schon Tag. Taxi-Lights kommen dann später. Und Runway Turn-Off-Lights. Tut mir glaube ich erst beim Landen rein, ich bin nicht sicher. Egal, wir hören, wie das Hilfstriebwerk startet. Jetzt können wir das doch hier irgendwo schauen. Oder auch nicht, wir hören es nur. Da kann man ja glaube ich auch nicht wirklich. Ah, da. Okay, aber da kann man eben leider viele Sachen nicht anwählen. Ist nur schade so. Naja. Aber Engine ist ja eigentlich wichtig. Hier den Flugplan haben wir ja zum Glück schon eingegeben.
Es ist immer recht mühsam, da die mit diesen Kürzeln und dem ganzen Zeug. Es ist machbar, absolut, aber es ist einfach ein bisschen mühsam. Das Einzige, was man hier noch müsste einstellen müsste, kommt mir gerade so in den Sinn, ist da der Cost Index. Das ist die Berechnung von Benzin, Geschwindigkeit hin und her. Und je höher die Zahl ist, desto mehr, desto schneller sind wir am Ziel, aber dafür braucht er auch mehr Stoff. Also das heisst, jetzt hier im Simulator ist es ja eigentlich scheißegal. Aber im Real Life schaut man drauf, auf das, und wir machen jetzt hier einfach mal einen Wert von 20. Weil 20 ist so ein guter, ja, wie soll ich sagen, es geht glaube bis 60, kann man eingeben. Bin nicht ganz sicher. Und 20 ist ja ein Drittel, passt, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich alles eingeschaltet. Instrument 8 nochmal schnell anschauen hier oben. Und zwar, das da macht mir ein bisschen Sorgen mit diesen Generatoren. Warum zeigen die einen Fehler an? Schalten wir es mal ab. Okay, und jetzt drücken wir mal Bewertung und schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. Battery shelter. Was sind die zwei gewesen? Sehr gut. Extern Stromversorgung. Stromversorgung. Einfalls Verfug Bar. Triebwerks Generatoren. Triebwerksgeneratoren. Die sind off. Ja, aber wenn ich sie jetzt einschalte, zeigt es einen Fehler. Warte mal, schalten wir es mal ein. Ein Slash Feller entsiegt. Okay, anscheinend passt ihm das mit dem Fehler. Die zwei. Haben wir gemacht. Haben wir nicht gemacht. Mal, haben wir gemacht. Gut. Ein. Und Available Start. Hä? Ein. Ich habe das Gefühl, manchmal ist das Ganze leicht verbuggt. Leicht verbuggt. Die Werk läuft ja schon. Also gestartet, aber echt keine Ahnung. Was ist ein? Was machen wir off? Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Weil das Hilfstriebwerk läuft ja. Pumpen. Laufen. Signalleuchten. Oh, das ist die falsch. Ha, die hier wär's gewesen. Sehr schön. Okay. Ich muss schnell mein Telefon da fließlich stellen, da läutet die ganze Zeit im Hintergrund. So. Und dann gehen wir weiter, Triebwerk startet. Also Schubhebel, das ist irgendwo da, genau. Der ist auf 0, sehr gut. Dann Auswahlschalter Triebwerk, das ist der da, machen wir auf Start. Triebwerk 2, Start. Triebwerk 1, Start. Triebwerk Stabilisierung, müssen wir warten, bis die da auf dem Display. Da wird jetzt das da gerade steigen und wenn die ihre Standardgeschwindigkeit oder wie man dem sagt, Standgas erreicht haben, dann geht es dann hier weiter. Aber wir können das eigentlich jetzt mal bewerten, weil wir haben, glaube ich, alles gemacht. Hauptschalter Triebwerk 1. Ja, da. Triebwerk. Sehr gut. Und jetzt sehen wir, wie es hier steigt. Und wie sich das Ganze stabilisiert. Dann höre ich natürlich auch im Hintergrund, wie das Ganze vor auf Trüllen da und vor auf Wirken. Stabilisiert das Statigen. Ich würde sagen, in dieser Zeit können wir eigentlich das Jetway trennen. Zurich Ground EJU 1123, could you please disconnect the Jetway from the aircraft? Sehr gut. Und Stromversorgung brauchen wir auch nicht mehr. Zurich Ground EJU 1123, I have done with power. So, abgehängt und er fährt auf Zeit. Dass wir nachher hier Pushback starten mit unserem geilen Pushback-Fahrzeug. So. Also, und jetzt nach dem Starten des Triebwerks. Wieder rein. So. Also, Hilfstriebwerk, das heisst, wir gehen wieder da rauf. Hilfstriebwerk ist das da gewesen, brauchen wir nicht mehr, weil ja. Oh, hat Bleed zuerst. Zuerst soll er Bleed. Ah, ist egal, wird schon funktionieren. Also ist alter Triebwerksmodus, das ist der untere gewesen, glaube ich. Ja, da, auf normal.
So. Und Bewertung. Health Street Work in Lufton. AUS. Hauptschalter Health Street Work. AUS. Auswahlschalter Triebwerks Mendes. Normal. Perfekt. Das heißt, Checkliste war abgeschlossen, Flüger läuft und ist flugbereit. Jetzt kommt natürlich noch schnell der Autopilot, der ist auch noch schön wichtig. Und zwar natürlich Flight Director einschalten. Dann die Höhe tun wir jetzt einfach einmal auf 10.000. Ja, das ist nicht schlecht für einen Anfang. Ausgewählt, Speed nicht über. Das ist immer so mühsam da, dass du es nicht schneller kannst aufscrollen. Aber ich würde sagen, so eine gute Startgeschwindigkeit 200, das passt. Da komm. Eigentlich würde man Triebwerk noch nicht starten, man würde das erst während dem Pushback dann machen, einfach zum Kerosin sparen. Aber ja, wir machen jetzt das da. Die müssen ja ein bisschen warm laufen, oder? Wenn wir starten, dann ja, geht eh die Welt unter. Also, und jetzt da. Falsche Seite. So, plus. Ich würde sagen, Steigflug plus 3000 Fuß pro Sekunde. Zack. Und. Das tun wir managed. Nein. Also. Gut. Das da ist. Ah, du bist doch ein Opfer. Gut, vielleicht müssen wir das auch den ersten Flug machen. Das kann auch sein. Ausgewählte Fluggeschwindigkeit machen wir auf aktivieren, so dass es nicht vom Flugzeug gesteuert wird. Autotrust schalten wir ein, das passt alles soweit. Ja. Route ist halt relativ krank. Kann man da ein bisschen reinzoomen, das siehst du jetzt halt nicht so gut. Startet und dann gerade zack, Kurve. Aber ja, egal. Unser Startgewicht mit 10 Tonnen. Das heisst, der Flüger ist leer. Ja, könnte man jetzt hier noch Gepäck und Zeug und Sachen, aber ja. Brauche ich jetzt nicht. Also. Würde ich sagen, sind wir parat. Tun wir mal Frage abstarten. Zurich Ground EJU 1123 ready to copy IFR clearance to Geneva. EJU 1123 is cleared to Geneva Airport as filed. Take off runway 16 climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 125.955 squawk 3252. So, tun wir zurückfunken. Also, wir sind gar nicht so schlecht. Er hat uns jetzt gesagt, bis zu 16 starten auf 10.000 Fuß. Hammer. Departure on 125.955 squawk 3252. Das Squawk, das ist das da unten. Das da ist das Squawk und er hat uns gesagt 3252. Ah, ist schon eingestellt. Das ist auch schön. Dann machen wir hier noch auf On. Und dann ist der Tower mit uns auch zufrieden. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und hole ich dann mal den Pushback-Wagen. So. Zurich Ground EJU. 1123 requesting pushback. EJU 1123 pushback request accepted. Ihre Meldungen sollte ich auch schon lange mal abstellen, das nervt. So. Komm Pushy, du schaffst es. Ja, jetzt habe ich natürlich die Freigabe nicht angefordert und jetzt zeigt es mir nicht an, wo durch, gell? Dann ist jetzt wieder richtig schlau. Aber ich nehme es an, warte mal, da ist ja Sackgasse, also pushen wir es so hinterher, da, dass wir nachher in die Seite können losrollen können. Macht ja auch Sinn, oder? Sehr schön. Schauen wir mal, wie die Performance ist. Vielleicht stockt es so fest, dass ich das nicht aufnehmen kann. Oder nicht kann uploaden, wie auch immer. Aber es ist ja ein Flugsimulator, da sind die Frames nicht so wichtig. Aber wäre schön, wenn es über 60 wäre, aber ja. So, schön am Pushen. Hat jetzt der Lastwagen unseren Flügel gestreift? Oder gar nicht? Scheiße, Mann. Okay.
Und jetzt würde ich langsam sagen, Pushback nach rechts. Zurich Ground EJU 1123 requesting Pushback Tug to steer the aircraft to the right. EJU 1123, your request has been transmitted to the operator. Ja, fast perfekt auf der Linie. Schön, wie das Auto wartet, ey. Richtig vorbildlich. Nicht wie der Lastwagen vor dem. So, das reicht. Stopp. Zurich Ground EJU 1123 requesting the end of pushback. EJU 1123 request to end pushback received. Sehr gut. Dann zurück zur Freigabe und Freigabe anfordern. Zurich Ground EJU 1123 with Quebec ready to taxi IFR. EJU 1123 rolling UND Halton B runway 16 via taxiway cross runway 10 Foxtrot Echo Echo 2 Echo 1. Ruffin SIE Dan Control through Mouth 118.975 Wenmarine. Okay. Wir müssen auf Piste 16 über F02, keine Ahnung, frage mich nicht, ich würde das nie finden, wenn ich es nicht angezeigt hätte. Aber wir wechseln jetzt ins Cockpit. Und ja, gebe ich mal ein bisschen Schub. Und schaue, dass wir irgendwie dort hinkommen. Schnell unterwegs. In die EasyChat, wir dürfen das. Auch, eigentlich könnte man das auch noch in der Aussenansicht machen, da das ganze Spiel. He? So. Wir fahren hier auf der Linie zu unserem Abflug, unserer Piste. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie der Zürich Flughafen aussieht in echt. Aber ja, wird wohl so ordentlich aussehen. Noch wieder ein Runway drüber. Wir sind wieder schnell. Power zurücknehmen. So. Irgendwo irgendetwas um uns herum startet gerade. Wie das tönt. Da ist auch noch ein. Was ist das? Ein 747 wahrscheinlich. Die müssen wir da auch noch irgendeine testen. Die ist sicher auch gar nicht so scheiße zum Fliegen. Aber der A320 hier, der passt mir relativ gut. Ich finde ihn recht simpel zum Bedienen. Ich finde ihn recht gemütlich zum Fliegen. Autopilot funktioniert, ja, mehr oder weniger nicht schlecht. Ich fahre irgendwo auf der Linie. Es brummt da die ganze Zeit. Und eben die Meldung hier, also, ich weiß ja nicht, aber wieso kann man das nicht wegklicken? Das ist anders hässlich. So, okay, weiter geht's. Führen. Taxiway, Taxiway, ist so schön im Taxiway. Dann könnte ich in dieser Zeit mal auf ja, Tower einstellen, den Funk. Weil den Bodenservice brauchen wir ja nicht mehr. So, und was startet jetzt? Oder was fliegt da umeinander? Komisch. Ich würde mir hätte sagen, ist etwas anderes, aber ja. Wieder irgendwo, noch nicht auf der Linie. Und natürlich mache ich es wie ein echter EasyJet-Pilot. Also ich werde kurz nach dem Start den Autopilot aktivieren. Und zwar aus dem Grund, dass mir die feste Kurve, die gerade am Anfang ist, verwutscht und trotzdem können sie steigen. Und das alles wunderbar läuft. Und ich da einen uralten Scheiß-Joystick habe. Überlasse ich das gerne am Autopilot. Ja, wir machen jetzt so simpel wie möglich, so einen richtigen faulen Pilot. Ich probiere mit Autopilot starten, also nach dem Rotate, also nach dem Abheben, heisst in der Fliegersprache Rotate. Und ja, ich werde versuchen abzuheben, selber den Autopilot, dann fliegen bis zum Ziel und dann mit ILS landen und kurz vor der Landung ILS und Autopilot abstellen und dann selber landen und das Ding an Boden bringen. Das wäre das Ziel, klappen wird es sehr wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es zusammen.
Okay, jetzt sind wir aber gerade ein langsam unterwegs da, also das ist ja schlimm. Oh. Ja, so 37-38% Schub wird gut sein. Tipptopp. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist der Captain Moret und wir fliegen heute von Zürich nach Genf. Mit unserem A320 EasyJet Ausführung, geil orange-weiß lackiert. Wir werden fliegen auf einer Höhe von 10.000 Fuß bis 15.000 Fuß mit einer Geschwindigkeit von ca. 285 bis 300 Knoten. Ich hoffe, Sie haben einen guten Flug. Sobald wir in der Luft sind und die Lampe löscht, starten wir mit dem Bordservice. Das heisst, es gibt Essen und Trinken umsonst heute, weil wir haben Jubiläum. Das erste Mal unser neuer Pilot am Start. Also wenn es ein bisschen ruckelig, rumpelig oder komisch wird, einfach ignorieren. Er weiss nicht, was er macht, aber er wird es schon irgendwie schaffen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug und wir sehen uns in Genf wieder. So, wir sind jetzt hier auf der Startbahn gleich. So, jetzt gehen wir hier hin und dann hier bei dieser Linie kurz anhalten. Ja, komm, oh. Bremse rein drücken. Sehr gut, so. Das ist auch noch so ein geiler Bug hier, dass einfach der weitere Weg zum Rollfeld hier ins Gras rausführt. Richtig nice. Aber ich würde sagen, Startfrage ab. Dorf Tower EJU 1123 ready to go runway 16 IFR to Geneva. Okay. EJU 1123 cleared for takeoff runway 16. Dann würde ich sagen, wir tun das bestätigen und rollen durch die Startbahn. Und wir haben das Starterlebnis, das heisst, wir können eigentlich ins Cockpit wechseln und dann direkt durchstarten, ohne Anhalten vorher. Genau so, dass es den Passagieren auch richtig, richtig schlecht wird. Und dann würde ich sagen, Schub und los geht's. Natürlich das hier auf Verwalten. 10. Wir haben verwaltet. Okay, probieren wir das. Nein, da kommt uns einer entgegen. Jo, was machst du da? Alter, verpiss dich. So, 180 Knoten, ich würde sagen, rotate. So, und dann tun wir den Autopilot aktivieren. Räder rauf. Und Trust zurücknehmen auf Autotrust, perfekt. Jetzt kann er hier nämlich schön mit diesen 200 steigen auf 10.000. Und wir müssen hier wechseln auf Zürich Departure. Perfekt. Den Funk einstellen und Zürich kontaktieren. EJU 1123 Zurich Departure, continue the awake punct LS601 as planned. Altimeter 29.93. Okay, läuft alles nach Plan. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir stellen noch das hier. Er hat ja gesagt, es ist 2993. So, das müsste eigentlich passen. Jetzt schauen wir mal, wie Zürich hier von aussieht. Hier sind wir gestartet. Und der Autopilot macht hier wunderbare Dienste. Steige mit 5000 Fuß ist ein bisschen hart. Ist ein bisschen hart für die Passagiere, aber sie werden es überleben. Und jetzt sollte er theoretisch da. Ja, ja, Zürich ist sehr, sehr funkintensiv. Da musst du die ganze Zeit hin und her wechseln. Und das ist mühsam, aber egal. Okay, Zürich haben wir eingestellt, jetzt müssen wir es noch kontaktieren. Zurich Center EJU 1123 is climbing through 9100 feet for 10,000 feet. Durch 9000 Fuß auf 10.000, die haben wir jetzt gerade erreicht. Sehr gut, und der Tower hat gesagt, alles okay. EJU 1123 contact Zurich Departure on 125.955.
So, jetzt müssen wir wieder übergeben an einen anderen Funker. Wie gesagt, Zürich ist hier sehr mühsam dort durch. Sehr funkintensiv, ich weiß nicht, weil es hier so viel Dübendorf ist, ja auch noch irgendwo der Flughafen da. Was ist der? Keine Ahnung. Irgendwo ist noch der Flughafen Dübendorf. Es sieht einfach schon geil aus. Sieht einfach nur geil aus. Da muss ich jetzt gerade schnell, wenn wir schon dabei sind. So. Dann machen wir hier so einen kleinen Rundflug. Mit diesen Seen dort hinten. Sieht schon geil aus. Dann machen wir das so und tabab, Screenshot. Sehr schön. Vielleicht noch von dieser Seite. Noch ein bisschen so, noch ein bisschen runter, ein bisschen näher da, so irgendwie. Das sieht scheiße aus. Ja. So, das ist doch nice. Tabab. Sehr gut. Und wir gehen wieder zurück ins Cockpit. Wir hier noch den Funk einstellen und Zürich Departure kontaktieren. Da ist alles gut. Tipptopp, und jetzt? Ja, 2993 haben wir eingestellt, das ist alles hübsch. Jetzt würde ich sagen, wir tun die Geschwindigkeit. Ah, jetzt hat er es gerade gesagt, wir sollen auf 12.000 steigen, muss noch schnell bestätigen. 12.000 steigen und Geschwindigkeit kann er jetzt eigentlich selber verwalten und was da? Nein, 12. Hallo, 12. So. Alright. Jetzt hat er eigentlich über 10.000 sind wir ja, also das heisst, er darf Vollgas fliegen. So wie es aussieht, 320. Ist ein bisschen sehr hoch, aber wir schauen jetzt einfach mal, was der Autopilot daraus macht. Steigen sollte er eigentlich auch demnächst. So, steigen. Ah, jetzt fährt er an. Hat manchmal ein bisschen lang. Egal, jetzt schauen wir mal, ob er hier stoppt oder ob er irgendwie in Overspeed rausdreht. Ja, er bleibt und steigt. Sehr schön. Und wir müssen wieder Zürich Center. Anfunken. Flaps sind drinnen, Bremsen sind drinnen, alles wunderbar. Sehr gut. Da wäre ein Cockpit-Tor. Wo sind die hinteren Türen? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Schalter dafür ist. Keine Ahnung mehr. Wir irgendwo da oben. Oh, das Ding haben wir ja vergessen. Das müssen wir noch machen. Die Lämpli. Also, Taxi-Light auf. Ja, haben wir auch nicht eingeschaltet vorhin, ja? Retract Landing Lights machen wir off. So, Runway Turn brauchen wir nicht. Strobe machen wir on. Beacon on. Wings, einfach weil es geil ist, machen wir es on. Und den Scheinwerfer brauchen wir auch nicht. Okay. Dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wie wir hier sehen, finden wir uns hier auf Kurs. Das kann man durchschalten, indem man hier auf Plan stellt. Und da unten auf dem Flight Computer, jetzt müssen wir da schauen, dass wir das irgendwie beides so drauf bringen, klickt man hier auf Flight Plan und dann sehen wir, der nächste Stopp ist Umtop. Umtop. Das wäre da. Jetzt kann man die durchdrücken, indem man hier noch aufdrückt. Da kommt Umtop und alle die Punkte. Dann kann man das durchdrücken, bis hier dann das Ziel ist in Genf. Genau. Das Ding hier ist relativ nützlich, wenn man weiß, wie es funktioniert. Es ist nicht so schwierig, es ist einfach relativ umständlich, weil, ja, zumal das Zeug eingeben, aber man kann da natürlich einiges machen, einiges eingeben. Das ganze Zeug. Es gibt, ja, wie soll ich sagen, ein paar wichtigere Sachen als andere, aber schlussendlich, theoretisch, muss man nichts eingeben. Außer der Flugplan selber natürlich. Der Rest ist jetzt für den Simulator nicht so wichtig, sage ich jetzt einmal. Aber klar, wenn man es realistisch haben und realistisch spielen, dann kann man das gerne alles eingeben. Die Daten gibt es alle. Flughafenplan und Höchplan und Routenplan und. Das kann man alles im Internet finden, ist halt aufwendig. Er hat übrigens abgebremst wieder. Sehr schön. Und da kann man das natürlich alles schön eingeben. Es gibt wie heißt die Seite? Simbrief.com, glaube ich.
Oder Org, weiss nicht mehr. Dort kann man ganze Pläne und Listen mit Treibstoffen brauchen und erstellen lassen für seine Route. Man kann auch all die Wegpunkte erstellen, dass man das hier nachher eingeben kann. Aber es geht natürlich schon sehr komfortabel über den ja, Weltmodus von Microsoft selber, vom Flugsimulator, ist natürlich klar. Aber ja, cool. Okay. Und so wie es aussieht, fliegen wir immer noch da chillig. Und ja, so geht es jetzt eigentlich weiter, bis wir dann am Anflug in Genf sind. Ich muss noch den Funk einstellen richtig und natürlich wieder Zürich Center kontaktieren. Aha, sehr schön. Haben wir alles eingestellt. Also eigentlich nur der Höhenmesser, hat er jetzt gesagt, ist 2993, das haben wir ja eingestellt. Und wir sollen weiterfliegen wie bisher zum Punkt um Top. Sehr gut. Oh, wir fliegen in die Wolke. Nein, nicht wirklich. Ist halt gerade so abig. Ich mache das Video noch etwas zu früh. Ich hätte eine Stunde warten sollen. Da hat es sehr wahrscheinlich einen wunderschönen, geilen Sonnenuntergang gegeben. Hier. Ah, da ist Langenthal übrigens. Er ist weiter weg, als ich gemeint habe. Lustig. Naja, wir fliegen jetzt halt einfach drüber hinweg. Und jetzt kommt dann irgendeiner da vorne, der See. Und es sieht schon, also man muss es einfach immer wieder sagen, das Überspiel sieht richtig, richtig gut aus. Und wie gesagt, ich habe zwar jetzt so um die 20 Frames, 20, 21. Aber es stört nicht gross. Also man merkt es auch nicht gross, dass es ruckelt. Und eben, wenn ich nicht aufnehme, dann habe ich auch locker 30 bis 40 Frames und das auf Ultra. Auf einer relativ alten Kiste mit einer 89 Ti und einem i7 5630 oder so. Irgendwie. Also nicht wirklich die riesen Kiste und es läuft wunderbar. Es läuft wirklich wunderbar. Klar, besser geht immer. Aber wie gesagt, bei einem Flugsimulator ist das nicht so wichtig. Ihr seht auch, wenn ich die Kamera drehe und so, es läuft eigentlich wirklich gar nicht so schlecht. Und es ist ja auch kein Shooter, es ist nicht Call of Duty, wo unbedingt 60 FPS brauchst. Also, ist ja alles ein bisschen gemütlicher hier, alles ein bisschen chilliger. Und ja, jetzt fliegen wir schön friedlich dort hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt mittlerweile sind. Da unten seht ihr. Die Karten sind ja alle echt, also mit Microsoft Bing. Mit dem Kartentool von Microsoft haben die da die ganze Welt erstellt und das eigenprogrammiertes Tool hat dann nachher die Häuser und so drauf aufgebaut, Strassen, dass das alles 3D ist und mehr oder weniger auch realistisch aussieht. Ich wohne ja in der Nähe vom Buchser Flughafen und ich bin auch dort schon gestartet natürlich, wenn man schon den Flughafen mehr oder weniger neben dem Haus hat. Und es sieht also relativ gut aus. Die Häuser stimmen nicht immer 1:1, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen, ja, also es sieht schon richtig, richtig gut aus. Und vor allem auch die Natur und so, ob jetzt da die Dörfli alle wirklich perfekt sind, glaube ich nicht. Aber an sich, es sieht einfach nur brutal geil aus. Es ist wirklich die ganze Welt, du kannst überall starten, wo du willst, überall hinfliegen, wo du willst und richtig, richtig nice. Was da unten für ein Licht? Ist das ein anderer Flieger? Was ist das da? Wo ist es jetzt? Da unten ist ein Flughafen. Ah, das sind die Startbahn oder die Landebahnlichter. Sehr schön, sehr schön. Irgendwie ist es ein bisschen neblig heute da, so wie es aussieht. Aber egal, der Wind ist chillig, sonst hat er es uns gesagt im Funk. Also von dem her sind wir eigentlich relativ safe. Und können jetzt schön gemütlich über Genf, also auf Genf fliegen. Ich hoffe, dass es mit dem ILS funktioniert, das ist ja immer so ein bisschen Sache. Kann man eigentlich gerade schnell nachschauen. Wo ist das? Nein, auch nicht. Das, so. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, wo ist das die Data oder Init? Init, nein, Perf dem Fall. Auch nicht, Proc. Bin verwirrt, Leute. Ah, warte jetzt. RaidNav, genau. ILS-Frequenz hier, also wir werden landen auf der Landebahn 22 mit der Frequenz 178.
Wichtig ist, dass die Zahl drinnen steht, weil wenn die Zahl nicht drinnen steht, dann funktioniert es nicht. Also wenn ihr das so selber programmiert, die ganze Route und den ganzen Scheiß, dann müsst ihr auch die ILS-Frequenz haben, sonst funktioniert das nicht. Oben, die Vor- und so, die könnte man auch noch programmieren, aber die sind jetzt für uns nicht wirklich wichtig, weil wir fliegen ja eigentlich mehr oder weniger direkt auf die Landebahn zu. Okay, jetzt können wir schon Genf kontaktieren. Machen wir das doch. 125.5 EJU 1123. Und stellen wir es im Funk ein und kontaktiere ich Genf mal. Geneva Center EJU 1123 12.000 feet. EJU 1123 Geneva Center continues the Awakton Foxtrot Romeo India as planned. Altimeter 29.95. So, jetzt sind wir mit Genf verbunden und die werden uns jetzt sehr wahrscheinlich begleiten bis zu der Landung. Aber eben wie gesagt, wenn das nicht drin steht, das müsst ihr, das gibt es auch auf diesen Flughafenplänen, Google und so, findet ihr so Sachen. Oder eben auf Simbrief bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die ILS-Frequenzen auch stehen, wüsste ich jetzt nicht. Ja, das ist unser Funk, alles wunderbar. Treibwerk, Trüllit wie es münd. Alles wunderbar, das flutscht doch da, es ist irgendwie ein bisschen... Ah, ich muss dann wieder umstellen. Warte jetzt schnell. So, auf. Park. Gut, jetzt sehen wir wieder, wo wir durchfliegen. Da haben wir noch zoomen. Mal schauen, was wir noch vor uns haben. Ja, lassen wir es mal so. Dann sehen wir hier, wenn die Kurve kommt. Also, die Kurve ist übertrieben. Einfach hier, das Mal ist eigentlich schon ein bisschen ein Kurvchen, aber nicht wirklich schlimm. Ja. Und jetzt fliegen wir richtig Genf mit 12.000 Knoten. Der Autopilot regelt. Ja, cool, cool, cool. Ja, es macht schon Bock, das Ganze. Es ist schon schön. Oh, jetzt kommt doch noch ein bisschen Nebel und schlechtes Wetter. Ist geil, was ist da? Equivalent. Ich kann nicht Französisch machen. Das Wetter wird definitiv schlechter. Definitiv. Oder ist das einfach so, es ist so Nebel, keine Ahnung. Ich muss einen neuen Stuhl haben, der macht so komische Geräusche und knarrt und knirscht und... Ah, es hat andere Leute in der Luft. Irgendwo ist da ein anderer Flüger. Ich habe den Namen abgestellt. Dass wir die anderen Flüger... Okay, das sind nicht wir. Also alles gut. Ich habe den Namen abgestellt, weil... Jetzt hör ich auf, Funken, Mann! Weil auf gewissen Flügen da hat es einfach so viele Namen übereinander rein und Scheiß. Und so wäre es jetzt schon cool. Ein Flüger mit Namen. Wäre auch voll easy, aber ja, das sind nicht mehr, die funktioniert da mit einem anderen. Aber eben wie gesagt, so wäre es jetzt cool, aber wenn du da gewissen Flughafen stehst und einfach nur noch Namen siehst von 30 anderen Spielern, dann ist es nicht mehr so geil. Und alles glitscht durcheinander durch und nein. Darum habe ich das abgeschaltet. Die einzige Hilfe, die ich eingeschaltet habe, ist das mit der Rollbahn. Weil das schnalle ich einfach bis heute nicht, wie man die Rollbahnen lesen sollte und wissen, wo man dort durchfährt. Aber ja. Egal. Ich bin ja auch kein Pilot, muss es gar nicht wissen. Und wenn es im echten Leben auch so Anzeigen gäbe, das wäre natürlich legendär. Dann könnte auch ich fliegen. Nein, keine Ahnung, ich bin noch nie in echten Flieger geflogen, aber im Flugsimulator natürlich im X-Plane früher Stunden und Stunden und Stunden und Stunden und Stunden und jenste Scheiß. Und jetzt im neuen Flugsimulator. Ja, sind wir halt mit der A320 am Start. Ich habe mir nicht Premium und nicht Deluxe, ich habe einfach die Standard-Edition. Hey, da oben ist ein Kollege, da oben ist ein Flieger, da. Oder? Oh, das sind wir. Okay, dann senken wir das Ganze auf 7000.
Managed. Ah, ja, ja, das schafft er selber. Sind ja noch genug weiter weg. Und jetzt sehen wir da, wenn er runterbremst. Ja, ja, ich muss noch bestätigen, ich weiß. So. Descend and maintain 7000 feet EJU 1123. Genau, jetzt bremst er hier runter und dann fährt er auf ein Sinken, wie wir sehen, mit 3500 Fuß bis auf die 7000 runter. Und ja, wenn unser Tower das gesagt hat, hier 7000. Wenn ihr mal ein Tutorial oder so brauche zu dem ganzen Zeug, da, zu dieser ganzen Steuerung und dem ganzen den Knöpfen und dem ganzen Zeug, ja, schreibt es in Kommentare oder macht irgendetwas, kontaktiert mich und ja, dann können wir schauen, ich kann euch schon irgendwie mal etwas zusammenbauen für die, was interessiert und wenn nicht, dann ist auch okay, weil ich weiß ja, wie es geht. EJU 1123 Contact Geneva Approach on 136.255. So, wir müssen wieder funken auf Geneva Approach. 136.255 EJU 1123. Jetzt frage ich mich aber, warum er nicht mehr sinkt da. Was ist los mit dir, Kollege? Ah, der Managed Speed ist drunter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das da manuell. Zack. Und... Nein, Minus. 2000. Haben wir jetzt... So. Okay. Und das ist jetzt halt die Managed Speed. Und dass wir ihm ein bisschen helfen können mit dem Ganzen, mache ich jetzt einfach mal das da. Und du Brake, so auf 30 ungefähr. Das sind da die lustigen Klappen, die dann da rausfahren. Da haben wir jetzt so... Sieht man das ein bisschen? Ja, sieht man, jetzt sind das 30% sind sie aufgestellt und das hilft bremsen. Jetzt sollte es im Flieger... Wir müssen schnell den Anflug hier einstellen, dass wir es dann nicht verpassen. Geneva Approach EJU 1123 is out of 10,300 feet for 7,000 feet. Genau. EJU 1123 Geneva Approach continues EO Wakepunk Sierra Papa Romeo as planned. Altimeter 29.906. So, der Luftdruck hat sich geändert auf 06. EJU 1123, you are 28 miles northeast. Geschwindigkeit Kite Hunter 210 not in Holden. Expect ILS runway 22 approach via Sierra Papa Romeo transition. Cleared to Sierra Papa Romeo. Ah, Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit sollen wir unter 210 behalten, das haben wir. Das ist gut, Piste. Sehr gut, also Piste 22, ILS. Haben wir Transition-Freigabe, das heisst wir dürfen in die Nähe fliegen. Wie wir auch hier sehen, das ist nicht mehr so weit, jetzt kann man schon fast eins hinzoomen. Hier sind wir am sinken, unter 200, wir haben auch Flaps-Stufen erreicht, also das heisst, wir können jetzt hier auf Flaps-Stufe 1 gehen. Jetzt sehen wir, wie sich hier die Geschwindigkeit verringert und von außen sind jetzt Flaps runter. Und das sind die da hinten. Nein, warte jetzt schnell. Oh, logisch. Das da. Und das ist jetzt Stufe 1 und wenn wir dann immer weiter langsamer werden, tun wir eine Stufe 2, 3, 4 bis zum Landen. So. Jetzt haben wir hier die Ohren, das ist das, die Wimpern, oder wie man denen sagt, das ist die Anzeige für die Flaps. Und wir sind jetzt unter denen, also können wir auf Stufe 2 gehen. Jetzt sehen wir, wie das hier absinkt. Und wir sind jetzt so tief, und natürlich bremsen wir durch das auch ab, oder? Und wir sind jetzt so tief, man könnte theoretisch auf Stufe 3 gehen. Ist jetzt relativ früh, aber. Wenn er es anzeigt, probiere ich jetzt das einfach mal aus. Auf Landung. Obwohl es eigentlich noch viel zu früh ist. Es geht ja doch noch einen Moment da, bis man landet. Sehr gut. Jetzt können wir eigentlich so weiterfliegen. Schauen, wie das da draußen so aussieht. Sehr gut, der Flughafen ist irgendwo da hinten. Jetzt machen wir hier eine kleine Linkskurve da hinten. Genau, jetzt macht er es. Dann fliegen wir da drüber und da hinten ist dann der Flughafen. So, jetzt hat er uns gesagt, wir sollen jetzt sinken auf 4900. Dann machen wir doch das. 4, nein, warte, 5, Blick, 4, 9. Aber mit dir. Nein, so, wieder
Gehen wir doch wieder auf 2000. Das passt mir. Ja, wir müssen es noch bestätigen. So. Descend and maintain 4900 feet EJU 1123. Sehr gut. Und jetzt bremst er halt natürlich sehr, sehr stark ab, dass er das kann halten kann. Also, dass er überhaupt kann sinken kann, weil sonst würden wir ja immer schneller und schneller und schneller. Und schneller dürfen nicht werden, weil wir haben ja die Flaps draus und die würden im echten Leben theoretisch dann brechen oder so, wenn du schneller fliegst als dürfst mit diesen Dingern. Und darum würde ich jetzt sagen, der Flughafen ist noch nie in Sicht. Da ist er. Da sieht man es blinken. Gehen wir wieder rein und sobald es dann da... Ich würde sagen, sobald wir da die Punkte überschritten haben, sinken wir dann auf 3000 runter, dass der ILS kann greifen und uns sicher den Boden runterbringen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kann man eigentlich da die Uhr nicht einstellen, die stimmt ja nicht einmal. Es ist 19.28 und nicht 17.28. Also, weiß der nicht. Da, Lacott. Okay. Ja, dann genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Wenn wir hier schon am Sinken sind, jetzt sehen wir die Flaps hier, Stufe 3. Oder 2, was haben wir? Nein, 3. Und wir nähern uns, wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Nähern. Egal. So, dann machen wir noch einen Zoom hier. Jetzt sehen wir, wenn wir da sind, und dann müssen wir da langsam versinken, weil das ILS greift, glaube ich, nur unter 3000, wenn mich nicht alles täuscht. 3500 irgendwie so. Und mit 4,9 sind wir natürlich deutlich zu hoch. Die Geschwindigkeit, die ist sehr gut, ist halt recht langsam. Also, ich weiss ja nicht, ob alle Passagiere so Freude haben, wenn wir so lange brauchen. Aber egal, dafür sicher und gemütlich. Ist sowieso ein sehr ruhiger Flug heute, ohne Turbulenzen, ohne Bullshit. Ist doch geil, ist doch geil. Ja, sieht schön aus. Sieht einfach nur schön aus. Ich bin gerade überglücklich, dass ich auf Ultra gamen kann, trotzdem aufnehmen und alles wunderbar läuft und wunderbar aussieht. Jetzt will er uns auf 4,6 unten. Das lohnt sich natürlich, oder? 4,6. Zack. Und... Hey, ja, sind wir schon mal mit 1000. Hast du schnell erreicht. Aktivieren. So. EJU 1123, did you copy? Aha. Vergiss nicht immer die Scheiße bestätigen, Mann. So. Descend and maintain 4600 feet EJU 1123. EJU 1123, you are 11 miles northeast of Geneva. So. Contact Geneva Tower on 118.7 when inbound. Okay, jetzt tun wir den Tower kontaktieren. Tower on 118.7 EJU 1123. Geneva Tower EJU 1123, 10 miles northeast inbound ILS runway 22 approach. Altimeter 29er decimal 9er 5.23555. Also der Wind kommt von 235. Das heisst, von rechts irgendwo. Also haben wir ein bisschen Wind von rechts. Und wir haben Landerlaubnis, das heisst, wir sinken wieder mal runter auf 3000. So, sinken wir auf 3000, schalte wieder mal hier den Localizer. Den Landescheiß-Dingstongs, wie heisst das Teil? Info-Anzeige, keine Ahnung, was das auf Englisch heisst. Und jetzt haben wir hier schon unsere Anzeige, wir sind schon ziemlich auf der Landebahn. Ja, ich habe verstanden. Und der kommt auch näher, dann würde ich sagen, wir hauen einfach mal den Approach rein und schauen, ob das funktioniert. Geschwindigkeit. Ja, das ist der Flieger, der uns sagt, wie hoch wir sind. Ja, und jetzt sehen wir hier, wir sind in der Mitte von der Bahn und der steigt auch wunderbar an. Und sobald der in der Mitte ist, sollte der Flieger eigentlich automatisch sinken, bis
Ja, bis der perfekte Anflug möglich ist. Und wie es aussieht, haben wir das erreicht. Perfekt. Wir sind ein bisschen sehr langsam hier, jetzt sollte er ein bisschen Gas geben, wir können aber noch eine Flaps-Stufe fahren. Was ist das gewesen? Das da. Gehen wir auf Full. Flaps Full. Cockpit-Tür können wir auch nicht bedienen. Schade. Bremse 27, ja, wir sind eigentlich so schön langsam. Es passt. Haben wir hier die Landesicht. So. Da ist unsere Landebahn, wunderbar. Und ich würde sagen, das ILS hat gegriffen. Es hat nicht gegriffen. Warum hat es nicht gegriffen? Glideslope wäre eigentlich okay. Gut, vielleicht ist einfach die Anzeige falsch. Wie gesagt, es ist gewisse Sachen sind einfach noch so ein bisschen verbuggt. Weil der Anflug sieht jetzt nicht grundschlecht auf. Jetzt haben wir eine Masterwarnung, wieso denn das? Ah. Landing Gear natürlich unter 5000, sollten wir die Räder ausfahren. Wäre noch wichtig. Jetzt haben wir dann hier alle grün und die Warnung ist weg. Wir sind inzwischen nur noch 9000 Kilo schwer, weil wir ja Benzin verbrannt haben, also Kerosin besser gesagt. Und ja, da sehen wir ja schon Genf. Sehr schön, sehr schön. Ich muss jetzt auch wieder meinen Ghetto-Joystick in die Hand nehmen. Und dann würde ich dann sagen, so kurz über der Landebahn halten wir den Autopilot ab und landet das Teil. Wunderschön. Und Autopilot off. Ein bisschen aufziehen und retard. Und landet das Teil. Wie Butter, wie Butter. Jetzt natürlich Umkehrschub. Los, volle Kanne. Neben der Bahn. He. Sehr gut, sehr gut. Schau mal, wie schön das funktioniert. So. Und das trotzdem Ghetto-Cockpit. Joystick. Würde ich sagen, gar nicht so eine wüste Landung gewesen. So. Umkehrschub können wir aufhören. Und dann normal bremsen. Ich weiß auch nicht, warum es mir immer Controller-Dings-Symbol anzeigt. Ich spiele gar nicht mit dem Controller, aber ja. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren hier raus. Perfekt. Da. Fahren wir mal weg hier von der Landebahn. Schnell Boden anfunken. 121 Decimal 675 for EJU 1123. Oder geht's? Scheiße, Bremse. Bremse. Sehr schön. Also, jetzt sollen wir mal den Boden anfunken und die sollen uns jetzt irgendwo reinflutschen. Mal gerade schnell schauen da, dass wir da können. Ich würde sagen, rollen zum Gate. He? Taxi to the gate. Und wo der geht, der Führer. Oh, jetzt ist die Frage, schaffen wir die Kurve? Ja, locker! Gehen wir zurück auf die Linie, auf den Taxiway. Ja, ich habe euch verstanden. So. Taxiing to Gate 19 EJU 1123. Gate 19. Dann können wir doch, wir sind wieder schnell unterwegs. Ah, das ist ja schon gerade da vorne. Wunderschön. Das sieht auch gar nicht aus wie ein Taxiway da. Das ist wieder. Ah, dass sie nicht einfach eine Linie zeichnen und viel und dick draufschreiben, wo es hinführt und so. Da, Triebwerk zurück. Bremse. So, und da fahren wir die Kurve. Jetzt will ich Schub noch einmal. Oder auch bis zum Schluss können rollen. Und das Ding da parkieren.
So. Hopp und Bremse. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich noch in den Flieger rein. Und dann als erstes würde ich sagen, wir tun die Stromversorgung und den Jetway. Geneva Ground EJU 1123, could you please send a ground power unit? So. EJU 1123, no ground power unit is available. Keis ist available. Schlecht. Jetway. Geneva Ground EJU 1123, could you please connect the jetway to the aircraft? EJU 1123, the jetway is going to be connected. So, jetzt können wenigstens Leute aussteigen, sehr gut. Also, und wir tun inzwischen, in dem Fall, wenn da kein Strom verfügbar ist, tun wir einfach das Hilfstriebwerk wieder starten. Gut, obwohl. Scheiß drauf, brauchen wir gar nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist. Da. Und zwar Engine 1 off, Engine 2 off. Hören wir, bis es abschaltet. Dann machen wir die alle auf. Off, 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 off. 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 Das ist gut, das brauchen wir nicht. External. Das ist aber available. Es ist keine Summe, aber es ist available. Naja, egal. Dann pumpen alle wieder aus. Engine ist gut. Generators auf off. Die haben übrigens keine Fehler mehr jetzt, warum auch immer. Und zum Schluss noch Batterie. Flüger ist ausgeschaltet, Bunker ist ausgeschaltet, alles ist ruhig, alles ist dunkel. So. Und dann würde ich sagen, wir haben das Ziel erreicht. Wir sind. Wo hat denn der Gate? Okay. Leute, nur hinten aussteigen und schauen, dass er nicht da zwischen die Tabak geht. Ja. Ja, man, gewisse Gates aber sind halt noch ein bisschen verbuggt. Eigentlich, gut, ich bin vielleicht auch zu weit vorgefahren. Könnte natürlich auch sein, dass er hier hat wollen anschliessen. Aber der Pfeil geht so weit, also fahren wir so weit. Genau, so ist es. Gut, das war unser Flug gewesen, von Zürich nach Genf. Hoffe, es hat euch Spass gemacht. Es ist jetzt ein fucking Stund geworden, das Video. Krass. Egal, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr überhaupt noch dran seid. Hey, da startet gerade etwas. Oder landet. Das ist eine kleine Cessna oder irgendetwas, wo landet. Ja, das ist schon geil. Das macht schon Bock. Und das sind echte Spieler. Also ich habe KI ja nicht eingeschaltet. Ist geil, ist geil. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen oder einen Kommentar bei Fragen oder sonst irgendetwas. Und wenn ihr wisst, wie man die Meldungen hier abstellt, schreibt es mir in die Kommentare. Sie nervt wirklich sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!